So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe da ein Zeitzeugnis, könnte man so sagen. Das ist ein Namenstaschenkalender aus dem Jahre 1919, wie er da zu sehen ist. 1919. Das ist die Oberfläche. Ich drehe mal das ganze Ding um. Moment. Eine Rückfläche ist da irgendwo, das ist nichts Besonderes zu sehen. Vielleicht kann man das da gut sehen. Da ist die Klammer, womit das festgehalten wird, also schon aus Eisen. So, und den machen wir mal vorsichtig auf. In dieses Stück. Ja, ups. So. Da kommen wir zu den ersten Seite. Seht ihr das alles? Kalender des Jahres für das Jahr 1919. So. Und macht sich alles nicht so schön. So, und da sieht er die Namen. So wie ich das gesagt habe. Ein Namenstaschenkalender. Ob das wirklich so jetzt ein Kalender ist, wie ich bei Facebook gepostet habe, in der Gruppe Oranienburg damals, keine Ahnung, das ist hier die Mitte, das sieht er bestimmt, da ist auch die Klammer, da haben wir dann den Juli und August, mit den Namen geht alles weiter, es ist auch kein Hersteller zu finden, oder sonstiges, oder irgendwelche Einträge, und da haben wir die Rückseite. Also ich finde für das Jahr von 1919 ist der Kalender ziemlich gut erhalten. Christliche Feiertage. Also ich denke mal, dass das so ein Kalender ist, wie ich gedacht habe. Tut, mein Handy kann das jetzt auch nicht so genau wiedergeben, wie das eigentlich die Schrift ist. Können wir mal versuchen, ein bisschen näher ranzugehen. Aber die Auflösung ist halt nicht so perfekt. Aber wie auch ich gestern schon woanders gelesen habe, nur das menschliche Auge ist schärfer als jede einzelne Kamera. Naja, so sind jetzt ein paar Auszüge. Ich denke, ihr habt das alles gesehen, was ich da habe. Und ja, das Tütestück sollte doch auf jeden Fall ja wenigstens 150 bis 200 Euro, wenigstens mindestens wert sein, denke mal. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Werde das jetzt auch nochmal wertschätzen lassen, werde mal ein paar Museen darüber aufsuchen und mal gucken, was die mir darüber erzählen können. Jo, und als nächstes, wenn ihr Interesse habt. Moment. So. Jeder ältere Herr wird es kennen. Man sieht schön die altdeutsche Schrift, so wie sie halt mal früher war. Jo, wie ich das hier unten erkennen kann. Ist ja irgendwie in Februar oder so rausgekommen und hat mal vorher 5 Mark gekostet. Dann denke ich mal wahrscheinlich Reichsmark. Keine Ahnung. Da ist auch noch eine Aufschrift. Das wird von demjenigen sein, der das Ding gehört hat. Irgendwas mit Lehmann. Ja, Lehmann könnte sein. Irgendwas von Lehmann. Nee, was? Zu die Information, ich habe das Ding. Ups, das ist ein Taschentuch, warum ist ein Taschentuch drin? Keine Ahnung. ja, also ich habe das Ding geschenkt bekommen von jemandem und wo der oder diejenige das her hat, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich weiß bloß, dass das ein ziemlich alter und historischer Schulatlas ist. Das wirklich jetzt so alt ist, das Ding, keine Ahnung. Also sieht zumindest sehr alt aus.
Das wieder die Unterschrift Lehmann. Da ist er. 1909. Also der ist noch ein bisschen älter als der Kalender. Um 10 Jahre älter. Naja, das ist ja, das haben wir ja noch mal schon die 100 Jahre erschritten. Bielefeld, Leipzig. Verlag. Aha. Na gut. Dann wollen wir mal die erste Seite aufblättern. Wa? Mal gucken, was wir da schönes haben. Ich habe ja schon mal durchgeguckt. Haben wir auch schon eine Seite von Oranienburg gefunden. Das ist eher so ein Europa-Atlas. Denn eben halt das Germania teilweise schon mit eingezeichnet, so wie es mal früher war. Ja, ich sag mal, wer solche alten Sachen sucht, für den ist es interessant. Können wir hier mal hier. Von hier aufklappen oder von hier? Hier, von hier. Müssen wir mal gucken, wie rum das hier ist. So rum, ne? Ja, so rum. Könnt ihr alles schön erkennen. Eine schöne größere Schrift. Vor allem hier oben. Jerusalem. Ja, wie gesagt, wenn ihr daran auch Interesse haben solltet, hier sieht man schön schon mit Farbe gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich davon Ahnung haben soll oder nicht oder wie auch immer. Also ich denke mal, Farbe wurde doch bestimmt erst später verarbeitet. Keine Ahnung. Aber ihr könnt ja mal posten, was ihr davon haltet. Vielleicht hat ja auch Wolfgang davon. Oder dafür Interesse, naja, der Ding kann ruhig, also ich denke mal, für 20 Euro würde ich noch hergeben. 20, 30 Euro, keine Ahnung. Obwohl das ja schon älter ist, das Ding. Und, jo, ich mach mal kurz einen Break und dann guck mal Oranienburg raus und dann zeigt man euch mal, wie das da aussieht auf der Karte, wa? Alles klar, bis gleich. Jo, hier sind wir wieder zurück. Habe da schon Mitteleuropa gefunden. Ja? Mitteleuropa zur Zeit der Karolinka. Ja, mal Sachsen. Hier ist Magdeburg. Also ist ungefähr hier circa Oranienburg. Weil steht nicht da, Oranienburg? Nee, warum nicht? Keine Ahnung. Aber ich denke mal so ungefähr, da müsste ungefähr Oranienburg sein. Jo, ich guck mal nochmal nach, ob ich nochmal irgendwas anderes sehe. Irgendwas Detailergreifendes, also wo mehr drauf steht. Aber keine Ahnung. Hier haben wir noch ein bisschen was. Ostfränkisches Reich haben wir da. Dann haben wir, was ist denn da? Westfränkisches Reich. Steht hier. Das Ostfränkisches Reich. Jo. Also wie gesagt, ich kann damit nicht viel anfangen. Ich kenne mich damit nicht aus. So alt bin ich noch nicht. Ich mache noch mal kurz eine Pause und dann guck mal weiter nach. Ja, ich denke mal, das dürfte auch noch interessant sein. Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser. Und da sieht er, da oben ist Pommern und da ist das Polen. Also ein Stück, was jetzt Polen ist, war früher auch Pommern gewesen. Und da oben ist die Mark, das sieht er selber. Und ja, also ich denke mal, da müsste dann hier wieder, ja, weiß ich nicht, hier irgendwo, wo das er ist, ungefähr, keine Ahnung, da müsste dann Oranienburg gewesen sein oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn einer von euch daran Interesse haben sollte, denn der kann sich gerne melden bei mir. Ja, mir darüber ein Angebot machen. Ja, und bei den besten Angebot schlage ich einfach mal zu, sage ich mal. Auch bei den Kalender, da oben ist er wieder. Also wer den Kalender und das Buch haben möchte, wie gesagt,
Macht mir am besten gute Angebote und nicht hier so eine 10-Euro-Dinger oder 20 € für den Kalender. Nee, ihr kennt meine, also Fliege, ihr kennt meine Vorstellungen, was ich ungefähr für haben will. Habe ich ja schon erwähnt. Und ich würde auch einen Komplettpreis machen. Da könnte man sich irgendwo treffen. Und dann ist es schick. Ansonsten, ja, erzählt doch mal, was da für zahlen würdet und dann schauen wir mal. Okay. Der Bernd sagt ciao. Ich habe da noch mal gefunden. Und zwar hier, wo mein Finger ist, da ist die Mark Brandenburg. Zur Mittel- und Westeuropa. Zur Zeit der Staufer. Wer auch immer das ist. Hier ist die Mark Brandenburg. Da, wo jetzt mein Finger ist. Kann ja mal einen Kugelschreiber nehmen. Da ist Schwerin. Da ist Gmin. Ich denke mal, wird jetzt die ganze Grenze sein, wo Polen ist. Da ist Havelburg. Jo, also denke mal, das ist ja, also schon ein bisschen anders als wie heutzutage. Wie gesagt. Wer daran Interesse haben sollte, kann sich gerne melden. Okay.